guten Morgen, ich komme gleich zur Sache. Ich mache heute für mich, das ist der kleine Bruder von meinem G63, den schönen E63S. Serie 612 PS, 850 Newtonmeter, 4 Liter, V8 Biturbo, 8,5 verdichtet. Das heißt, gib ihm Druck, Alter, und vor allem gib ihm auch Zündung. Ja? Ein hammergeiler Motor von AMG, meiner Meinung nach der beste. Ja? Der hat jetzt hier schon CPC von uns, Elektronik, also Software, Downpipes sind drin. Wir messen das Ding jetzt für euch, wir checken 100, 200 Bar Zeit, der Pipapo, alles was dazugehört. Danach verbauen wir richtig geile Lader. Und wisst ihr, woher ich die Lader habe? Von meinen Freunden GAD. GAD, meiner Meinung nach, beste Hardware, was du kaufen kannst für deine AMG. Ja? Für mich gibt es nichts Besseres an Hardware wie GAD. Ja? Deswegen bauen wir nachher die riesen Lader da rein und dann machen wir die Messungen nochmal. Wir vergleichen, also wir checken praktisch, was es ausmacht. Originallader zu GAD-Lader. Bin ich echt gespannt. Seid ihr auch gespannt? So, jetzt gehen wir mal messen und die Zeiten checken. Messen natürlich auf der Straße mit den Zorig. Soft close, baby. Jetzt fahren wir das Ding mal warm. Dann tun wir mal messen, ne? Was schätzt du so, was der macht? Zeit? Ja. Mit dir drin, Patrick. Die erste Frage, die meine Community wissen muss natürlich, ist, wie viel du wiegst. Ist ja klein, 10 Kilo. Nee. Ja, so um die 70 ungefähr. Ich bin Leichtgewicht. Aber dafür ein Riesenleichtgewicht dann. Ja, ja, klar. Ja, also 70 Kilo, sag ich mal, sind auch so 2/10. Ich denke mal eine 5,8 würden wir fahren. Puh, okay. 100 auf 200. Also ich muss euch sagen, Mercedes hat sich in den letzten Jahren so verbessert und ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber ich finde, Mercedes von innen ist einfach das Schönste, was es gibt. Du fühlst dich einfach wohl, du fühlst dich wie im Wohnzimmer. Ja? Es passt alles, es ist schön. Ja? Wenn ich mir so BMW angucke, das Kombi-Instrument von BMW, das sieht seit 30 Jahren alles gleich aus. Ja? Und mein Favorit ist Mercedes, also das wird es auch, glaube ich, jetzt die nächsten Zeit immer bleiben, außer Audi verbessert sich ja dramatisch, ja, weil ich muss euch sagen, Audi, was es angeht, hat meiner Meinung nach echt nachgelassen. Mir von innen gefällt es persönlich nicht mehr, aber das ist ja jedem seine Sache und jedem seinen Geschmack. Das ist nur meine Meinung und ihr wisst, ich sage meine Meinung, ich werde nicht dafür bezahlt, ja, ich muss keine Texte auswendig lernen und ich sage einfach, das, was ich sagen will. So, Patrick, hä? Da geht doch gar nicht mehr so schlecht. 5,8 habe ich gesagt, 5,7 sind wir gefahren. Ja? Stark, ja. Der Patrick zeigt euch das Video jetzt hier. 60. 100. 200. So, Patrick, dann haben wir jetzt die Zeit 100 auf 200. 0, 100 brauchen wir nicht machen, weil es ist noch sehr kalt und sehr feucht. Ihr habt es gesehen, selbst bei 100, 200 kam uns die Lampe ein bisschen schon, ja. Stimmt, ich habe die gar nicht ausgemacht, vielleicht wären wir noch schneller gewesen, aber ist nicht schlimm, 5,7 ist schon okay. Und dann fahren wir jetzt zurück, machen die Auswertungen. Was ich natürlich vergessen habe, sind Logs zu machen. Ich will natürlich jetzt sehen, was passiert. Und dann einfach mal nur die Lader reinmachen, die Software nicht verändern. Und wenn die Lader gut sind, dann müsste das Ding automatisch mehr Dampf machen, ohne dass ich was an der Software mache. Aber wir checken mal, was es dann ausmacht, wie viel PS mehr oder auch weniger. Und dann machen wir uns an die Software ran. Ich muss schon sagen, für einen Familienwagen ganz schön schnell. Ja? Jetzt stell dir mal vor, du fährst irgendwo in Urlaub, hast hinten noch deine zwei Kiddies drin. Das Auto wiegt ja leer schon fast 2 Tonnen. Und dann fährst du auf der Autobahn gemütlich und dann kommt mal so ein Aventador, hä? So 700 PS Aventador, selbst der LP 57, Alter, die wirst du sowas von wegnagen mit dem Ding. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist halt Mercedes, sorry, das ist halt AMG, ja. Und ich stelle mir echt oft die Frage, wie weit Mercedes wäre, wenn sie kein AMG hätten. Ja, weil wenn ich mir so anschaue, in der Emirate oder im ganzen Mittleren Osten, da fahren ja nur AMGs rum. Ja? Und wenn Mercedes sich AMG damals nicht gekrallt hätte und AMG nicht gekauft hätte, dann wäre Mercedes nie das, was sie heute sind. Ja? Meiner Meinung nach ist Mercedes nur geil geworden durch AMG.
Jetzt stell dir mal vor, ein Gruß an alle Türken jetzt mal da draußen. Wie seht ihr das? Früher sind doch die ganzen Türken immer M3 gefahren. Ja? BMW M3. Und jetzt kenne ich so viele Türken, die umgestiegen sind auf C63, weil es einfach auch optisch das bessere Auto ist. Egal, ob es der Motor ist oder optisch, es ist einfach das bessere Auto. Oder? Was meint ihr? Kommentiert mal drunter. Was würdet ihr eher fahren? BMW M3 oder C63? So, angekommen. Schaut mal darüber. Da steht mein G. Guck mal, film mal da den Reifen und guck mal da rein, wie viel Schmutz da ist. Ja. Ich war nämlich gestern auf unserem Grundstück drüben, das wir jetzt mittlerweile seit zweieinhalb Jahre haben und noch nicht angefangen zu bauen. Ja. Und ich muss euch sagen, es geht jetzt los. Ja. Nachdem ich drei verschiedene Pläne, drei verschiedene Bauanträge gemacht habe, fangen wir jetzt endlich an. Die haben gestern am Grundstück, wir haben da riesen Hecken gehabt und so, da haben die dann die weggemacht. So, Dirk, mach mein Grundstück richtig sauber, gell? Jawohl! Der ganze alte Wuchsscheiß mal weg hier, dass wir loslegen können mit dem Bauen. Gell? Freilich! Richtig! Und dann hoffe ich doch, inshallah, sind wir Ende des Jahres in unserem eigenen Gebäude. Und wenn nicht, dann dauert es halt ein bisschen länger. Oder? So, wenn es mal interessiert, ist echt cool. Wie viele Messungen ich schon mit meinem Inzeug hier durchgeführt habe, kannst du hier mal zeigen. Also ich habe schon 1415 Messungen gemacht mit dem Inzeug. Ja, stell euch mal vor, 1415 mal gemessen. Ja? Oft hast du dann vorher-nachher Messungen, das heißt durch zwei, lass es grob, ja, lass es 600 Autos sein, weil manche habe ich ja zwei, dreimal gemessen. Ne? Ich denke mal so um die 600 Autos habe ich schon gemessen mit dem Inzeug. Und das Ding funktioniert immer noch und hat nur 3000 paar zerquetschte Euro gekostet. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich lag gar nicht mal so schlecht. Also anhand von der Zeit, mit dem Patrick drin waren es 100 auf 205,7. Dann habe ich euch gesagt, wenn er draußen wäre, 2 Zehntel schneller, wären es so 5,5. Und mit 5,5 haben die E-Klassen bzw. die AMGs, die ja eh schon schwer sind, so immer so um die 800 PS. Und das ist jetzt das Diagramm mit dem Zorik. Ja, wie ihr seht, habe ich hier die Normleistung. Ja, Normleistung ist praktisch die korrigierte Leistung. Das sind 807,1 PS. Ja, wir haben 807,1 PS und 1087 Newtonmeter. Die Motorleistung hier steht zwar 835, aber die tatsächliche Normleistung ist halt die 807, weil er sieht, okay, Lufttemperatur, wir haben 11 Grad, Luftdruck und dann korrigiert es praktisch nach unten, weil Luft kalt ist. Ihr wisst selber, wenn die Luft kalt ist, ist es so, dass mehr Füllung ist und dadurch die Autos auch mehr Leistung haben. Also jeder, der einen Turbomotor hat, ja, der weiß ganz genau, der freut sich auch im Winter, weil da ist immer kalt, da geht das Ding immer wie Harry. Ja? Und wenn Sommer ist, husten die meisten. Ja? So, das ist jetzt hier die Lokfahrt praktisch mit diesen 807 PS. Und ihr seht, richtig, richtig geil der Motor, ja. Weil wir fahren hier oben rum bei 6,2 haben wir einen Ladedruck von fast 1,9 bar mit den Originalladern, ja. Fahren eine Zündung von 22,5 Grad, ja. Und Zündwinkelrücknahme ist 0, also auf keinem Zylinder. Das heißt, ich könnte jetzt hier locker nochmal, ohne dass ich die Lader wechsle, vielleicht 6 Grad draufpacken und dann hätte ich da locker nochmal so 30, 35 PS mehr. Lambda ist 0,82, ja. Akkufälle braucht man nicht. Und ihr seht, der Lader selber hat echt noch Luft vom Druck her, weil das Westgate, das Tastverhältnis ist jetzt bei 57%. Ja? Das heißt, das geht ja weitaus höher noch. Ja. Aber wie gesagt, mit Serienlader, ihr könnt euch mal da so setzen, mit Serienlader 1,9 bar, 22 Grad Zündung, Lambda 82, habt ihr gute 800 PS. Ja, toll. Das Michael macht jetzt in der Zwischenzeit kurz die Lader rein. Dann verändere ich mal erstmal gar nichts an der Software, sondern lasse alles so, wie es ist. Dann fahren wir mit den neuen Ladern und gucken einfach, was sich verändert. Ich bin sehr gespannt, ja. Und bleibt einfach dran, wird spannend. So, dann gucken wir mal in den Zauberkarton rein. Ja, also ich weiß noch, wo ich klein war und es Weihnachten war. Ich meine, ich komme ja aus Polen, da
war ja Kommunismus, da war nicht so, dass da jeder was Tolles gekriegt hat. Aber da hast du dein Paket aufgemacht und hast dich auf was gefreut, ja. Und ich meine, jetzt ist ja mittlerweile so, wir sind alle etwas älter geworden, wissen, dass mir Weihnachtsmann und so, ja, dass das eine Geschichte ist. Und ich freue mich immer nur noch auf solche Sachen, die da drin sind. Oh, schaut euch das an, das sind Riesendinger. Oh mein Gott, guckt euch das mal an. GAD Turbolader. Ja, die Dinger, also ich weiß jetzt nicht, was die produzieren werden, aber ich denke mal, ohne dass wir überhaupt irgendwas ändern, sollten da gute 900 PS rauskommen. Alter, komm mal her, guck dir das mal an. Guck dir mal den Verdichter an, Alter. Hä? Junge, weißt du, was da Luft durchgeht? Ich bin echt gespannt. I go over anything like ranch, facts. Think I want a yacht and a ranch, yes. Hit the boulevard and hit my dance. Everybody wanna be a boss, but they can't. But they motherfucking can't. Yeah, I go over anything like ranch. Had to tell my old hoes, bon voyage like I'm in France. Hey, now I eat hors d'oeuvres and get them served at my advance. Hey, fuck up on my face, please and thank you in advance. Hey, hey, I'm like, hey, yeah, you know the game. Ice all in my veins. Yeah. Bitch, ain't nothing changed. I got money in the bank. Yeah. In a Roth IRA. Put the drinks on my tab and a bitch on my lap. And oh yeah. I go over anything like ranch. Facts. Think I want a yacht and a ranch. Yes. Hit the boulevard and hit my dance. So. Es geht weiter. Ja. Wir waren in der Zwischenzeit mal in Dubai. Ja. Das Bischek, der hat ja alles fertig gemacht. Und jetzt bin ich gespannt, was das Ding jetzt macht. Nur mit den Ladern, ja? Die Zeiten, die Leistungsmessung. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an, oder? Ja, guck mal. Also, hopp. Gucken wir mal. Wie ihr seht, sieht alles aus wie Serie. Leitungen schön abisoliert mit Hitzeschutz. Und dann gucken wir mal. Ja? Ich bin echt sehr aufgeregt, ja? Weil wenn die Lader jetzt wirklich was taugen, dann müsste sich jetzt schon ein Unterschied zeigen, ja? Gerade von der Zeit. Von der Leistung. Also ich vermute mal, ohne dass ich weiß, ich meine, das ist das erste Mal, dass ich die Lader montiert habe, und ich vermute mal grob, dass ohne dass ich in die Software eingegriffen habe, wir einen Zuwachs bekommen von 70 PS. Oder? Was sagst du? Glaube ich auch. Gucken wir mal. Wir sind ausgerüstet. In Zorig, Draggy, es kann losgehen. Ach, und falls ihr euch fragt, warum ich jetzt mit dem Paul drehe, ich habe es euch gar nicht gesagt, ich drehe jetzt mit dem Paul weiter, weil wir sind ja von Dubai zurückgekommen, und es ist so, wenn du von einem Risikogebiet kommst, musst du in Quarantäne, ja? So, und da der Patrick dabei war, ist der Patrick jetzt leider 10 Tage in Quarantäne. Aber ich und der Paul, wir haben das Glück, dass wir nicht in Quarantäne müssen. Warum? Weil wir Mitte Januar schon mal Corona hatten. Das war echt lustig. Wir sind gelandet. So lustig war das echt nicht. Das war lustig. Wir sind gelandet, sage ich euch. Dann haben wir erst mal beim RKI angerufen. RKI konnte uns keine Auskunft darüber geben. Ja, dann haben die uns eine Nummer gegeben. Da waren wir irgendwo bei irgendeinem Amt. Die konnten uns auch keine Auskunft geben. Dann waren wir bei der Bundespolizei. Die hat auch nichts gewusst. Dann haben wir irgendwo angerufen. Und dann hat Paul noch bestimmt mit 10 Menschen telefoniert. Bis es hieß, wenn man ab heute praktisch, ab da, wo man landet, 21 Tage zurück und ab da nochmal 3 Monate zurück, in dem Zeitraum Corona hatte, muss man nicht mehr in Quarantäne. Und deswegen sind wir raus, Paul, stimmt's? So ist es. Deswegen können wir es schaffen. Sehr gut. So, dann machen wir mal die Messung, oder Paul? Nochmal. Gucken wir mal, was das Ding dann nachher macht. Ich bin echt gespannt, und dann gucken wir gleich mal 100 auf 200, weil ich weiß, mit dem Patrick, du wiegst ja ungefähr genauso viel wie Patrick, sind wir eine 5,7 gefahren, glaube ich, 100 auf 200 mit den originalen Ladern. Und dann gucken wir mal, was wir mit dem Ding fahren. Hä? Bist du auch gespannt? Ja, ich hoffe, dass ich die Kamera ein bisschen ruhig halten kann. Ja, das schaffst du schon. Jetzt machen wir mal die Messung. Bist du bereit? Mhm. So, also, mein Fazit zu den Turbos. Wir sind 2/10 schneller wie mit den Serienladern, und 2/10 ab einer gewissen Zeit, sage ich mal, ja, weil wir sind ja vorher 5,7 gefahren, jetzt 5,5, und für 2/10 in dem Bereich brauchst du mindestens 50, 60 PS mehr. Das heißt, wenn wir jetzt gleich die Auswertung machen, müsste das Ding jetzt schon 850, 860 PS drücken, ja, sonst würden wir die Zeiten, glaube ich, nicht fahren, Paul.
Sehen wir gleich. Ohne mich jetzt hier drin? Ohne, wenn du jetzt rausgehst, dann bist du 2 Zehntel schneller, dann bist du bei 5,3 ungefähr.